Jo meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem Video, auf das die meisten von euch seit einigen Tagen schon warten. Freunde, heute geht es um den Nike Fear of God oder Fear of God X Nike Sneaker. Jeder, der den Fear of God Vlog gesehen hat, wird wissen, wie wir den Schuh abgeholt haben, wie es dazu kam, dass ich überhaupt den Schuh besitze. Wer den Vlog nicht gesehen hat, verlinke ich euch unten in der Infobox, aber ich erzähle das mal ganz kurz. Wir waren im Studio, mitten in der Nacht, Handy geklingelt, Digga, willst du den Schuh haben? Abgeholt, gekauft. Fertig. Und jetzt kommen wir mal zu dem Sneaker, meine Freunde. Der Sneaker hat auf der Sneakers-App 350 Euro gekostet. Das ist ein Sneaker in der Zusammenarbeit von Nike und Jerry Lorenzo oder Fear of God, einer High-Fashion-Streetwear-Marke. Das heißt, zwei Partner müssen an dieser Sache Geld verdienen. Also fangen wir mal einfach damit an, dass ein Nike-Sneaker mittlerweile zwischen 150 bis 210 Euro kostet. Also normaler Sneaker, sei es ein Air Max 97er, sei es ein TN, sei es ein Jordan 1er, sei es ein, was weiß ich, was ein normaler Nike-Sneaker, den man bei Nike kauft, kostet auch Minimum 150 Euro, es sei denn, es ist halt irgendein reduzierter Sneaker oder ein Sneaker aus der alten Kollektion, aber normalerweise 150 bis 200 Euro. Jetzt müsst ihr euch eine Sache vorstellen, ein normaler Fear of God Sneaker, meine Freunde, kostet zwischen 700 und 1200 Euro. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, Jerry Lorenzo und der Fear of God hat seinen Preis gesenkt und Nike hat seinen Preis erhöht. Also haben die sich irgendwo in der Mitte, ist das jetzt nicht genau, aber sagen wir mal, irgendwo sind sie sich einig geworden und haben einen Preis für diesen Schuh festgelegt. Also bin ich der Meinung, dass der Preis vollkommen fair ist. Fangen wir mal mit dem Karton an. Jeder, der diesen Karton sieht, wird an der Farbe schon denken, dass es ein Nike-Sneaker ist, denn früher hatten Nike-Kartons oder Nike-Schuh genau dieselbe Farbe. Es war ein Ticken dunkler. Jetzt kommt aber auch dazu, dass auch Fear of God Kartons, Sneaker-Kartons genauso aussehen, halt aber nur in so einem Beige-Ton sind. Hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, steht Fear of God ganz leicht gedruckt. Hinten ist das typische für Nike bekannte hier nochmal und das hier haben Fear of God und Nike auch halt. Also das ist auch typisch für beide. Also kurz gesagt, in diesem Karton stecken von beiden Marken sehr viele Eigenschaften. Machen wir mal den Karton dann auf, Freunde. Und so habe ich sie jetzt eingepackt. Hier sind diese ganzen Papierdinger, die kein Mensch braucht. Hier sind die Sneaker, die holen wir mal auch ganz kurz raus. Dann gucken wir mal, was wir alles als Inhalt hier drin haben. Wir haben hier einmal eine Tasche. Ich habe keine Ahnung, ungelogen, kein blassen Schimmer, warum hier so eine Tasche drin ist, was diese Tasche überhaupt mit den Schuhen zu tun hat, ob ich jetzt mit dieser Tasche hier so rumlaufen soll, ob ich damit jetzt zu Penny oder Aldi gehen soll und shoppen soll. Ich habe keine Ahnung, warum diese Tasche drin ist. Aber hier ist einfach eine Tasche drin, so vollkommen unnötig. Zwei Standard-Schuhbags, halt diese Schuhbeutel, sind meiner Meinung nach viel effektiver, viel sinnvoller und viel nützlicher als so eine Tasche, die kein Mensch braucht. Aber naja, ist halt drin. Als nächstes hätten wir einmal Laces in weiß, ist das jetzt weiß? Ja, das ist auf jeden Fall weiß. Einmal in schwarz, die schwarzen sind auch drauf. Und dann hätten wir hier in so einer Alufolie-Beutel nochmal Laces, Laces in weiß. Und dann hätten wir noch ein paar Schnickschnack-Dinger hier drin. Einmal diese Clipper, die man so von Jordan-Modellen kennt, da wo man das so ziehen kann. Und einmal so ein, ja, Schlüsselanhänger. Werden vielleicht einige an ihren Schuh geklebt haben oder an ihren Schuh rangemacht haben. Ich habe das jetzt einfach mal hier drin gelassen. Dann hätte ich hier einmal die Rechnung. Und hier sind dann diese sogenannten Sneaker-Beutel. Hier waren die Schuhe halt drin, die kann man so an. Fassen wir alles zusammen, was haben wir drin? Wir haben einmal so eine Art Tüte. Hier, wir haben ein paar Sneaker, Schnürsenkel und ein paar Krimskrams-Dinger, die man auch nutzen kann, wenn man das möchte. So, und jetzt zu dem Schuh, meine Freunde. Wie gesagt, ich habe den Schuh jetzt eine Woche, glaube ich, getragen. Ein paar Mal hatte ich ihn an. Könnt ihr auch hier sehen. Das ist der Sneaker in der Schuhgröße 40. Ja, meine Größe gehe ich to size. Also es passt ganz normal. Der Schuh fällt aber meiner Meinung nach ein bisschen größer aus. Also das ist wirklich schon eine 40,5. Der ist mir ein Ticken, ein ganz, ganz kleinen Ticken zu groß, aber dennoch ist der Schuh mega von der Passform her. Das ist halt eine Art Sport-Sneaker, Basketball-Sneaker. Es gibt auf Instagram schon Bilder von Basketballspielern, die damit Basketball gespielt haben. Einige, die damit nur gepostet haben, aber auf jeden Fall haben ihn sehr viele Stars und berühmte Leute schon auf Instagram gepostet. Jetzt zu dem Sneaker, was Positives und dann was Negatives. Positiv an dem Sneaker ist, dass der wirklich sehr bequem ist. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr bequem. Ich habe damit echt nicht gerechnet, dass er so bequem ist. Das liegt vielleicht daran, dass er hier so eine Art Airsohle hat. Steht auch hier Air Fear of God Sneaker. Könnt ihr hier seitlich lesen. Du spürst, dass da eine Sohle ist, die halt ein bisschen gedämmt ist und sehr bequem ist. Also von der Bequemlichkeit ist der wirklich top und ich kann nur Positives über die Bequemlichkeit sagen. Jetzt aber, meine Freunde, zu dem Nachteil, Freunde. Der Schuh ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer
auszuziehen, meine Freunde. Sehr schwer auszuziehen. Dass der Schuh hier drinnen, ja, wenn man das mal hier wegklappt, hier quasi noch eine Art Sohle hinten oder so ein Ding hat und dieses Ding hier vorne wirklich sehr unbequem ist. Das heißt, du schlüpfst in den Schuh rein und dann bist du einmal drinnen und dann bindest du den Schuh zu und dann kommst du auch nicht mehr raus. Dann machst du die Schnürsenkel klappt, aber weil das hier sehr, sehr hart ist und quasi nicht dehnbar ist, kommst du aus dem Schuh nicht raus. Es gibt dazu ein Video von meinem Kollegen und von meinem Bruder und meinem Freund Ilya, verlinke ich euch auch gerne mal. Ilya hat ein Problem mit dem Schuh, checkt das Video von Ilya gerne mal ab, wie gesagt, verlinke ich euch unten in der Infobox. Es ist extrem schwer, diesen Sneaker auszuziehen. Weitere Nachteile sind einfach dieses Material. Das ist sehr, sehr sensibel, meine Freunde. Also ihr könnt das sehen, wenn ich jetzt rüberstreiche, könnt ihr das sehen, verfärbt sich das. Ansonsten ist alles andere hier nicht sensibel, das ist nicht empfindlich. Das ist alles ganz robust. Der Sneaker ist an sich relativ gut verarbeitet. Wie gesagt, für den Preis ist das Bombe. Normalerweise hat Fear of God aber eine viel, viel krassere Verarbeitung. Aber normalerweise kosten die Sneaker auch ab 800 Euro aufwärts. Deswegen, Preis-Leistung von der Verarbeitung und von der Qualität würde ich auf jeden Fall einen Pluspunkt geben. Und jetzt zum... Der riecht noch nagelneu. Jetzt zum nächsten Nachteil dieses Schuhs. Und zwar ist das Schlimmste an dem Schuh dieser Reißverschluss hier, Freunde. Dieser Reißverschluss ist so schlecht gemacht, ja. Guck mal, hier als kleines Beispiel, bis hierhin locker. Aber hier hängt das, Freunde. Und wenn du dann mit dem Fuß in dem Schuh bist, hängt das richtig krass. Und du kannst, also das hängt jetzt schon, guckt euch mal das an. Das hängt jetzt schon. Das ist so schwer, diesen Reißverschluss, wenn du drinnen bist, nochmal zu nutzen. Man hat wirklich Angst, dass der Reißverschluss kaputt geht. Deswegen trage ich ihn meistens, also ich habe ihn jetzt nicht so oft getragen, aber ich trage ihn immer, wenn ich ihn bis jetzt getragen habe, habe ich den Reißverschluss offen getragen. Aber ansonsten ist der Sneaker wirklich Bombe und ich würde sagen, das ist wirklich ein Hammer-Sneaker. Wie gesagt, einfacher Nachteil ist, dass der sehr schwer auszuziehen ist und dieser Reißverschluss. Aber ansonsten ist der Sneaker sehr, sehr, sehr geil. Ansonsten gibt es auch nicht viel zu dem Sneaker zu sagen. Wie gesagt, ich finde den Schuh optisch mega nice. Preis-Leistung stimmt. Ich habe ihn für 600 Euro gekauft. Das ist auch halt immer so eine Sache vom Glück, ob du einen Händler hast, der den fairen Preis macht. Ich habe jetzt 600 Euro bezahlt, normalerweise 350 Euro. Ist meiner Meinung nach jetzt fair, wenn du jetzt überlegst, dass man für 750er fast 1000 Euro bezahlt hat damals. Ist das fair? Und ich als absoluter Nike-Liebhaber und als absoluter Fear of God-Fan musste diesen Sneaker einfach haben. Ich bin auch jetzt dran, den Weißen zu holen. Aber wie gesagt, Preis-Leistung stimmt, 350 Euro. Retail-Preis ist ganz okay. Optisch, verarbeitungsmäßig auch top. Wie gesagt, einziger Nachteil ist dieser Reißverschluss. Schreibt auch gerne mal eure Erfahrung, falls ihr dieses Sneaker auch besitzt, mit diesem Reißverschluss in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Aber auf jeden Fall bin ich immer noch der Meinung, dass der ein oder andere, der sich jetzt überlegt hat, dieses Sneaker zu kaufen, durch dieses Video ein bisschen klüger geworden ist und es ihm einfach vielleicht leichter fällt, den Schuh zu kaufen oder halt nicht zu kaufen. Ja, Freunde, das war's mit dem Fear of God X Nike Sneaker. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun habt. Ich verabschiede mich bei euch und sage bis dann. Ciao, ciao.